Hallo, na? Willkommen zurück. Hallo? Ich drücke Enter, danke. Zu einer weiteren Folge Hitman. Hitman 3. Die Saison des Stolzes? Pride ist Stolz, ne? Ja, genau. Die Season of Pride hat angefangen. Mit der nächsten Seven Deadly Sin. Nämlich der Stolz. Die Mission machen wir heute. Interessanterweise habe ich seit ungefähr einem Monat kein Video aufgenommen. Richtiger Gamer. Aber ich habe ein bisschen gestreamt in der Zeit eigentlich auch. Ist aber jetzt nicht so, als würde ich Streamer werden wollen oder so, weil ich von den Streams eigentlich sowieso fast gar nichts verdiene, weil ich keine... Ich glaube, automatische Werbung ist da drin oder so, aber sonst gar nichts. Ich habe ja keine Subs oder sowas. Ich habe einfach nur aus Fun gestreamt. Bevor Leute jetzt hier Angst haben, dass ich YouTube verlasse und durch hintergehe. Gibt ja viele, die einfach so spontan auf Twitch wechseln, aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Es hat nur einfach Spaß gemacht, ein paar Spiele durchzustreamen. So, jetzt sollten eure Sorgen hoffentlich beseitigt sein. Ja, ansonsten habe ich einen Monat nicht aufgenommen, weil ich halt It Takes Two ewig viel hatte. Das war sehr chillig und die eine Hitman-Folge, die vor ein paar Tagen kam, die war einen Monat alt. Die habe ich hier nach dem ersten Elusive Target aufgenommen. Ich glaube, in der Zeit kam noch eins und... Da ist noch eins, Iconoclast, kommt noch ein Elusive Target, richtig viel geht ab. Aber ja, jetzt kommt ja Subnautica und alles, also ich werde die Tage wieder genug für YouTube aufzunehmen zu haben. Ich weiß nicht, ob Subnautica täglich kommt, aber das solltet ihr ja schon gewohnt sein. Das brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr sagen, ne? Ah, ja guck mal, trifft in 2 Stunden ein. Tatsache, ist es eine neue... Ja, ich glaube, das ist ja die neue Map. Achso, ich habe in der letzten Folge, die einen Monat alt ist, gesagt, dass wir Chongqing, die anderen Story-Missionen machen. Machen wir nicht, weil wir jetzt diese Season of Pride erstmal machen und dann machen wir Mendoza und vielleicht nochmal Berlin auf andere... Ich weiß gar nicht, ob ich Berlin nochmal machen will, vielleicht Dartmoor nochmal... diese Totengräber-Mission oder so, weil Head of Blood gerade diese Mission jetzt... gestern hochgeladen hat oder so. Also es ist... Nee. Zielgruppen überschneiden sich manchmal so ein bisschen und da mache ich da noch ein bisschen eine Pause. Ich weiß noch nicht genau, was da passiert, aber ich habe gesehen, dass Hand of Blood die anderen Story-Mission-Dinger gemacht hat, die ich noch nicht gemacht habe. Und allgemein auch nochmal gerne, schaut auch gerne bei Hand of Blood die Folgen, weil kommt zwar selten, aber insane viel Arbeit drin, weil sein ganzes Studio-Team da alle Outfits von den Missionen vorbereitet. Und irgendwie bestellt und so selber zusammenbastelt. Und er hat einfach, verkleidet sich einfach mit dem Hitman die ganze Zeit mit. Und ist lustig. Aber ja, wir machen Akt 2, Stolz. Die nächste Todsünde. Die auf der Map spielt. Immerhin. Wir haben sogar noch 2 andere Eskalationen, aber wir machen jetzt der Stolzüberfluss. Oder was auch immer da Überfluss steht. Da, Überfluss steht da unten. Okay, let's go. Gucken wir mal, wie stolz wir sein können. Suchen Sie den Pfau? Suchen Sie den Pfau. Okay. Starten Sie mit begrenzter Ausrüstung, Anfangskleidung wechseln, ist Mission gescheitert. Finden wir den Pfau. Was zur Hölle? Wir machen wieder alle 3 Stufen, wie immer. Wer Eskalation nicht kennt, erkläre ich gleich auch nochmal. Aber jetzt erstmal Film ab. 47. 47, can you hear me? You need to wake up. Don't listen to me. We don't need her anymore. What does she know? Sitting behind her desk, telling you what to do and not getting her hands dirty. You are much better than that. You are the apex predator. Celebrate your talent and impress the peacock. Show them how it's done. Now, 47, first things first. You must find the peacock. You must find the peacock. Schau mal, voll der coole lila Filter über dem Spiel. Gefällt mir. Zombie-Filter. Oh, aber das Level sieht so oder so halt so gut aus. Wir müssen den Pfau finden. Okay. Don't even think of that. That was rather unnecessary. Schön, dass es hier jetzt so ein bisschen kommentiert wird. Der macht das Let's Play für mich. Muss ja gar nicht mehr selber reden. Okay, aber ich find's cool, dass die so crazy sind. Das erste war ja so ein bisschen Frosch thematisiert, das ist jetzt scheinbar so ein bisschen Pfau thematisiert. Ich habe keine Ahnung, was ich wieder bei dem Thumbnail mache. Aber der Anzug ist insane cool, wie sich die gesamte Stadt da drin dann so spiegeln wird. Yes, wird. The long staircase. Ascend them and greet the peacock.
go to the peacock. Say hello to the peacock. Be the peacock. Wo ist er denn? The majestic peacock. Proud and beautiful. It brings gifts, but don't be tempted to choose the obvious. Explosives. Loud. Effective. And hardly the choice of a silent assassin. Wouldn't you say? Okay, also nehmen wir das Messer. Now we're talking, 47. You demand a challenge and you will have it. No easy street for you. I'm proud. Boah, Alter, wie das hier auch alles reflektiert, ne? Okay, zwei Leute mit dem Tanto ausschalten. Und ich darf meine Kleidung nicht ändern. Das sieht schon mal ein bisschen schwerer aus als die andere Mission. Wahrscheinlich. Man kann ja auch nicht speichern und so. Und ich kenne die Map halt noch nicht gut. Das macht es jetzt ultra schwer, weil ich irgendwie da hoch muss. Wir finden schon irgendwelche Eingänge, irgendein Fenster oder sowas unbewacht ist. Dann klettern wir einfach rein. Easy. So, dann haben wir hier Münzen. Das ist schon mal gut. Ein Badezimmer, damit kann ich wenig anfangen. Okay. Interessant, dass man sich so die Waffe aussuchen darf. Treibholzstamm. Nee, danke. Obwohl, irgend so eine Wache K.O. werfen oder so. Upsi, dups. Ja, wir haben den einen zwar am Anfang runtergeworfen, aber wir spielen trotzdem noch so möglichst silent. Wenn ich es mal schaffe, das Holz zu nehmen. Also, das stand jetzt gerade aufheben. Geh mal so weit weg von der Kiste wie möglich. F. So. Okay. Wo ist unser Target? Irgendwo oben war unser Target. Da ist ein Tastenfeld, aber den Code weiß ich doch nicht mehr. Müsste man sich eigentlich von allen Leveln so aufschreiben, die Codes, die man so findet. So. Oben. Also sehr ätzend. Ich glaube, mit einer Coin kriege ich die da ein bisschen weg. Wah. So. Kann ich da durchwerfen auf seinen Kopf? Alle Körper müssen versteckt werden. Okay. Ich hätte aber eine Münze dabei. Warum müssen alle Körper versteckt werden? Egal. Zack, weg mit dem. Hier haben wir auch noch einen Schirm. Den nehmen wir auch mit. Ist ja doof, dass alle Körper versteckt werden müssen. Dann will ich den zweiten fast schon gar nicht ausschalten. Ich werfe einfach den Schirm und dann gehe ich hoch. Ich hätte, glaube ich, da das Rohr hochklettern sollen. Das wäre halt einfach eine Million Mal klüger gewesen. Kommt jetzt zu mir oder kommt jetzt zum Schirm? Ach, der hat eine Schusswaffe gefunden von dem einen Wachmann. Warte mal, wir gucken mal, wo er hingeht mit der Schusswaffe. Okay, der geht damit irgendwo hoch und bringt die weg. Die Wache da ist ein bisschen irritierend. Oh, oh. Ja, ne. That's your target. Go, 47. Show me what you can do. Impressive, 47. Ich weiß nicht. Original and meticulous. The peacock will indeed be impressed. Der Peacock ist nicht impressed. Go all the way to cover your tracks and hide the bodies. Wir sehen uns gleich hier wieder. Ich starte neu. The majestic peacock. Now we're talking, 47. Wie dumm ist das denn, dass man dieses Messer aufhebt und diese Passanten einen dann instant entdecken können? Hallo, da sind wir wieder. So, ich glaube, das ist so der Wheelway. Ich hoffe es, weil da ist irgendwie so ein Schild im Weg. Ah, man kann sich hier hochstellen, okay. So. Ja, guck mal, das ist der gewollte Weg. That is your target. Go on. Do what you do best. Jawohl. Schon mal super ätzend, dass die erstmal 2 Minuten reden, bevor die auseinanderlaufen. Aber danach steht er halt einfach einzeln rum. Goodbye. Impressive, 47.
original and meticulous. The peacock will indeed be impressed. Yes. Oh, and why not go all the way to cover your tracks and hide the bodies? Like a true professional. Okay, Körper ist versteckt. So, und jetzt müssen wir noch jemand Zweites ausschalten. Und zwar bei dem anderen Gebäude da drüben. Das Gebäude da drüben kenne ich ja sogar eigentlich ganz gut. Dann schauen wir mal. Das ist erst Stufe 1. Wisst ihr noch, was Stufe 1 von dem anderen Ding war? Stich jemanden ab, der am Eingang steht. Oh, guck mal, der Schirm hier. Alter, nice. Gut platziert, 47. So. In dem Gebilde. Da müsste man den Code hier wissen, ne? Das wäre insane. Aber es gab ja einen anderen Weg über so einen Zaun, ne? Genau, den gehen wir. Da ist der Zaun. Genau. Darüber kommt man ja auch rein. Einfach hier rüber. Bisschen gechillt hier rüber schwingen und zack, sind wir drin. Uns darf nur keiner sehen hier drin. Aber wer würde denn hier hingucken? Die Wachen zumindest nicht. Oh, da unten ist ja auch einer. So. Jetzt sind wir drin. Da ist ein Schraubenschlüssel. Das ist nice. Target. Do what you do, 47. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Hier sind zwei Leute. Ich muss die gezielt einzeln ausschalten. So, erstmal so. Dann gehen wir hier in Deckung. Na, nicht mich sehen. Pfui. So, jetzt geht der eine weg und jetzt sollte es ja schon passen. So, ein ausgeschaltet und das Target, da können wir uns bestimmt einfach anschleichen und Q drücken. Bewältigen. Dann werfe ich halt. Bravo! Seven Bravo! It was a pleasure to see an expert at work. I would expect nothing less from a man of your stature, 47. Well done. Find an exit. Ich will mein Tantor aber behalten, danke. Sehr dramatisch, die Musik. Dum, 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 dum. So. Guck mal, die droppen alle Coins. Alle, die ich ausschalte irgendwie. Ne, der hat eine Pistole, ist keine Coin. So, jetzt müssen wir aber nur noch einmal rausschleichen. Bestimmt können wir hier einfach in den Shop rein. Können wir da reingehen, ohne dass wir entdeckt werden? Wenn wir schnell genug rausgehen aus dem... Ja, sehr schön. Jetzt haben wir es ja wahrscheinlich geschafft. Auf geht's zum nächstbesten Ausgang. In 100 Metern. Der Peacock ist stolz. Und wir auch. Sehr pride sind wir. Ist crazy, wie es hier rumleuchtet, ne? Schon cool. Spielt ihr später irgendwie noch RTX bekommen oder so hieß es? Bin ich gespannt, ob das wirklich noch kommt. Let's go! Mit dem Moped. Was eine Flucht. Der Stolzüberfluss. Und die Moped-Flucht hat auch nochmal Erfahrung gegeben. Sehr schön. Suchen Sie den Pfau, erledigen Sie zwei Ziele mit einem Tanto. 5 Sterne. Oh, 7 Minuten. Sehr schön. Lautloser Killer. Wir haben den Narzisstenanzug bekommen. Ein exklusiver dreiteiliger Anzug mit einem eindrucksvollen Design aus Augen und Spiegeln, damit jeder von ihrer Eleganz geblendet wird. Ein glorreiches Outfit, das man voller Stolz tragen kann. Ein Wartungseingang. Ein Stolzmesser haben wir bekommen. Der Stolzhaudegen. Irgendein Säbel also einfach. Und ein V-Scharfschützengewehr. Das ist ja cool. Die Majestät. Ein einzigartiges und großartig entworfenes Scharfschützengewehr. Seien Sie majestätisch wie der Pfau und geben Sie Ihren Schuss ab. Sie werden Ihr Ziel nicht verfehlen. Aber wäre das nicht zu einfach? Was hat es denn? Schalldämpfer hat's? Durchdrehen. Ja, okay, das hat einfach alles. Das hat einfach alles, was man will. Das ist ja auch eine gute Sniper. Das ist schön. So. Jetzt sind wir bei Eskalationslevel 2. Ich habe gesagt, ich erkläre es und ich habe es nicht erklärt. Sehr schön. Eskalationen haben 3 Stufen. Erkläre ich es halt jetzt, ne? Und werden eigentlich immer intensiver und anstrengender, die Aufgaben. Oder manchmal sind sie einfach komplett unterschiedlich. Finden wir es heraus, indem wir Stufe 2 spielen der Eskalation und etwas Neues erleben. Meistens auch neue Dialoge und so. Let's go. Magnificent.
You've proven that you are the apex predator. Let's see if you can keep it up. Okay. What a beautiful night, 47. Find the peacock so we can get started. Okay, wo ist denn der Peacock? Oben auf dem Haus. Ja, die Route da hoch kennen wir ja schon. Da rüber, da rein, da hoch. Wie viele Punkte, dass wir da oben eine Sniper bekommen? Gehen wir mal hinter denen hoch. Wenn die eh zu dumm sind, sich umzudrehen. I'm impressed. Keep up the good work and don't take the easy path. Take pride in the challenge to come. That's a beautiful sniper rifle. But anyone can be a silent assassin with such a tool. You are better than that, 47. Also du willst, dass ich Spritzen nehme statt der Sniper? Oh, ich will die Sniper aber mal sehen. Wir gucken uns die Sniper nach der Mission noch an. Ne? Good choice. If you can pull it off, that is. But can you do it without being spotted? Make me proud. Werden sie nicht entdeckt? Ja, guck mal, mit der Sniper könnte ich jetzt einfach da piu 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 rüberschießen. Das ist jetzt meine Aufgabe, da komplett drüber zu gehen und die alle einzeln auszuschalten. Oh. Wisst ihr, was das Problem ist? Es gibt keine Bestrafung, die Sniper zu nehmen, außer, dass mein Stolz verletzt wird. Ich gehe reit in seine Trapcard. Ich hätte trotzdem echt gerne in den Mission-Checkpoints, muss ich sagen. Weil in dem Gebäude waren wir halt noch nie. Ich habe keinen Plan, wie ich mich da am besten reinschleiche. Hier ist ein Fenster auf jeden Fall. Hier ist ein Rohr. Probieren wir mal den Rohrweg. So, jetzt sind wir schon mal im richtigen Gebäude. Wir müssen nur ein Stockwerk nach oben. Ich war hier echt noch nie. So, da sind Wachen. Da ist eine Treppe nach oben. Hier ist bestimmt aber noch mal ein Fenster oder so, wo man noch weiter hochklettern kann. I'm gonna be rich. Get the hell out of here. I got this flyer, and it says I can make a lot of money to be in some experiment. They don't want people. Okay, da wollen irgendwelche Obdachlosen Experimente machen. They only want people like us. The flyer says so. That means it's too dangerous for rich people. I'll wrap up down here. Da können wir nicht rein. Wird da. Ich muss irgendwas finden, um die Tür hier aufzubrechen. Ja, wird man die Map kennen und wissen, wo man... Kann ich da nicht einfach drüber klettern? Das ist doch ein Loch oben. Outfit ändern darf ich auch nicht, ne? Ja, genau. Wechseln ist gleich verloren. Ich kann hier nochmal die Treppe runter gucken. Ja, eine Verkleidung wäre schön, aber darf ich nicht. Hier ist ein Schraubendreher. Gib mir irgendwas Besseres. Noch ein Ziegel. Boah, ich dachte gerade schon, ich komme da nicht mehr durch, weil man dann Code braucht. Haben wir hier eine Spielhalle? Ja, okay. Meine beste Option ist jetzt irgendwie die beiden auszuschalten. Haben die mich gesehen? Hey, who the hell threw that? Dann kriegt der einen Panzer ab. Und der einen Ziegel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Verstecken muss ich ja niemanden. Ne? War das so der beste Weg nach oben? Ich weiß es nicht. Hier sind halt auch 1000 Wachen. Aber eigentlich kann ich jetzt hier durch die Lücke da. Ja. Okay. Zigarettenkiste. Das ist das erste Ziel. There. That's your target. Go, 47. Show me what you can do. Guy wouldn't shut up about the experiments. Got a thousand questions. An hour. Kidding. Hey! No one ever taught you any manners. Hat mich gesehen, aber hat mich nicht gesehen. What are those experiments about? Command, we might have a situation. I'll check the perimeter. Over. Okay. Wir haben ihn weggelockt. Spritze. It is a little freaky though.
Wie benutze ich die? Gift invizieren. Bravo, 47 Bravo. It was a pleasure to see an expert at work. Oh, mein Stolz wird befriedigt. Hört ihr den Applaus, den ich bekomme? Zieh den mal hier raus. Mein ganzes Zeug nehme ich wieder mit. Okay, einen Applaus habe ich mir schon mal verdient. Das ist schön. Ich muss noch halt viel weiter hoch. Noch ein Stockwerk. Zwei Stockwerke muss ich noch klären. Ah, hier ist auch eine Treppe. Muss nur darüber hüpfen und hier hoch. Ja, sehr schön, sehr schön. Da, wo ich vorne hochkam. Sehr gut. Okay, wir sind ein Stockwerk weiter oben. Was ein Stress. Wieso habe ich nicht die Sniper genommen? Habt ihr den Applaus gehört? Den habe ich mir so verdient. So, wir müssen mal gucken, ob wir irgendeinen Raum haben, wo wir jemanden reinlocken können. Rattengift, Verkleidung dürfen wir nicht nehmen. Hier ist ein schöner Raum, aber wir haben hier nichts, was Alarm auslöst oder so. Jetzt ist da eine Doktorin. Ooh, a target. Do what you do, 47. Okay, aber wie kriegen wir den hier raus? Wie schalte ich den denn aus? Der ist hier zwischen allen. Also wir versuchen einfach mal wieder das... diese good old Weglocking. Hier, ich habe einen Schraubenzieher da hinten in die Ecke geworfen. So, das hören alle. Aber der, der am nächsten ist, müsste... Okay. Oh Gott, das ist ja... fast gesehen. Nein, 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 Bro. Also, eigentlich kann ich dich auch hier ausschalten. Aber es ist halt sehr gefährlich, dass du hier gerade so weit rauskommst. Okay. Selber schuld. Spectacular. Well done. So. Ach, diese Lobpreisungen. Ist das nicht schön? Wie kommen wir noch ein Stockwerk höher? War da nochmal eine Treppe, die hochgeführt hat? Ich glaube. Das ist die Symbolleiste. Hier geht's hoch und hier geht's runter. Ja. Da kommen welche. Was macht ihr hier? The satellite link to the offsite backup safe. Trust me, Harsh. I'll let you know if I don't. Oh Gott, ich hab's geschafft, hier zu der Tür zu kommen. Hier braucht man Code. Nein. Okay. Muss mich kurz hier verstecken. Okay, er geht weg. Puh! Mein Herz. Vielleicht durch das Fenster hier. Ja, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich auf der Seite sein will oder auf der anderen. Ja, da ist mein Target. Am Fenster vorbeigelegen. Oh, that is your target. Go on. Do what you do best. Angst haben vor dem Typen am Fenster? Ja. Wir wollen auf der anderen Seite reingehen. Okay. Got it. Ich will so weit seitlich sein wie möglich. Da ist gut. Das gefällt mir. Ja, hier ist eine schöne Ecke. So. Der ist ja eigentlich relativ chill, aber ich habe Angst vor der Wache noch. Ich warte, bis die noch einmal hin und her läuft. Wenn ich hier rüberkletter, wäre es ein bisschen gefährlich, weil ich jetzt nicht mehr hochkomme. Aber ich müsste ja jetzt genau hinter ihm sein. Ja, ist so viel besser. Und dann können wir auch direkt runtergehen wieder. Warte ab, jetzt kommt gleich die Story-Person hier irgendwie hochgelaufen von... So, okay. Perfekt. Spritze. What can I say, 47? That was a stunning performance. You should be proud. Ja, ich hab mir meinen Stolz verdient. You did as I asked. I'm proud. Now find an exit. Papa ist stolz. So, jetzt müssen wir irgendwie schaffen, nach unten zu klettern. Kann ich mich da nach unten hängen? Nö. Okay,
Okay, aber wir können ja hier das runtergehen, das Stückchen. Da kann ich über die Box hüpfen. Nächstes Stockwerk geschafft. Okay. Ja, den Ausgang habe ich mir einfacher gemacht. Kann man nicht mal drüber hüpfen über den Wagen? Okay. Warum auch immer. So, und jetzt sollten wir hier gleich in dem erlaubten Bereich sein. Wir sind frei. Wir haben den Scheiß geschafft. Als ob. Let's go. Es war anstrengend. Sehr anstrengend. Nehmen wir wieder unser Moped. Die perfekte Fluchtroute existiert. Mission verlassen. Oh, Junge. Warum kriege ich nicht die coolsten Items des Spiels dafür? Es ist ja so anstrengend, das mit der Spritze zu machen, anstatt der Sniper. War nicht mal irgendein Achievement oder so. Es war einfach allgemein, erledigen Sie Ziel mit einer Spritze. Okay. Nichts für bekommen außer Lob. Aber 5 Sterne. Oh. Was ein guter Hit, wenn ich doch bin. Ja, ja. Oh, schaut, wie hier alles aufploppt. Oh, lecker. Okay. Jetzt haben wir Stufe 3. Suchen Sie den Pfau, Ausrüstung, Anfangskleidung. Spielen wir es. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir die leichte Methode auswählen. I'm impressed, 47. You've proven that no task is too much of a challenge. You should be proud. Now, let's end this with a bang. Okay. Now, 47. First things first. You must find the peacock. Jawohl. Okay, wo ist der Peacock? 40 Meter, aber ich glaube, die ist... Wir müssen in dieses Labor runter, ne? Ja. Habe ich einen Dietrich? Nö. Hast du eine Zugangskarte für da unten? Und eine Pistole. Das Spiel wird mich doch nicht hier unten starten, wenn es keinen Weg rein gibt, oder? Ach, hier liegt eine Brechstange. Wollte schon sagen, irgendwas muss es hier doch geben. Die Kamera hat mich zwar gefilmt, aber juckt. So. Zack. So einfach ist es also, hier reinzukommen. Okay. Wir sollten vielleicht das Schwert weglegen. So. Suchen Sie den Pau. Pau, 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 pau. Da unten hinten in der Ecke. Ich darf meine Kleidung wahrscheinlich wieder nicht wechseln und so ein Schmarrn. Kriegen wir hin. Wir haben ja immer noch unsere Kamera. Ja, genau. Ich kann immer noch das machen. Immer noch die Lifehacks. Lüftung hier öffnen. So. Gibt's hier eigentlich irgendwas an Waffen oder so? Nö, okay, dann gehen wir aber hier rein. Ah! Hier sind diesmal keine Leute drin. In der Story-Mission war es ja hier komplett überfüllt. Aber hier können wir jetzt ein bisschen Loot mitnehmen. Das ist sehr, sehr schön. Eine Banane sogar. So, Mr. Peacock. I'm impressed. Keep up the good work and don't take the easy path. Take pride in the challenge to come. A beautiful, sharp saber. I'm sure it can do a lot of damage. But is it worthy of the challenge to come? I think it would be too easy. Okay. 47. You make me proud. And you should be too. Taking the easy option is not even on your radar. If you succeed, you are truly a legend. So why not raise the stakes? Harm any bystander in any way, and you will fail. Sie dürfen niemanden ruhig stellen oder überwältigen. Ah! Danke für den Applaus, aber ich... Och, Mann. Warum bin ich stolz? Ja, schauen wir mal, wo wir hinklettern. Kann man hier nicht runter irgendwo? Nee. Wird scheinbar nur hoch. Will ich hoch? Irgendwie will ich nicht hoch, oder? Wir dürfen niemanden ausnocken und so. Okay. Schauen wir mal, wie weit wir hier durchkommen. Dann müssen die ja aber eigentlich alle so stehen, dass man eigentlich gar keine Probleme haben sollte, die auszuschalten. Ooh, target. Do what you do, 47. Do what you do. Access granted. So. Da ist eine Stufe 2 Chip-Dingsbums.
Wie? Ja gut, ich kann den einfach mit, einfach mit irgendeinem Gegenstand rauslocken. Hier ist ja ein Schrank, da kann ich den reinlegen. Okay, Target Nummer 1 haben wir. Muss nur warten, dass der Typ da sich wieder wegdreht. Oh, man sieht den direkt. Klavierseite ist ja insane. Ich hab die noch nie genutzt. Man sieht die direkt. Oh, ist ja so viel besser zum Erdrosseln. Ja gut, das tötet halt auch, ne? Müsste was geben, was nur K.O. macht und man Leute auch instant wegzieht. So, Papa ist schon mal stolz. Jetzt können wir hier dem mal folgen. Hier ist auf jeden Fall falsch. Da stehen ja 100 Leute. Wir müssen, glaube ich, da, wo wir gerade waren, nochmal hin. Wir brauchen eine Treppe nach unten. Da in der Mitte ist eine Treppe nach unten. Sonst nirgends? Da ist eine Treppe nach unten. Da, wo wir herkommen. Okay. Ja. Wie gedacht. Bin nur falsch gelaufen. Ich muss jetzt echt warten, bis der hier wieder an den Automaten geht und sich ein Getränk holt. So. Und jetzt schnell hier wieder raus. So, da will ich lang. Kamera, öffne mir bitte die Tür. Security Protocol overruled. So. Ja, hier ist schön. Hier ist keine Wache. Jetzt müssen wir nach da ganz hinten links. Okay, ich glaube, ich kann hier um die Ecke. So. Welche Kamera filmt? Die hinter der Scheibe. So, okay. Haben einfach die Scheibe ausgemacht. Jetzt müssen wir einen Security Man umbringen in seinem Büro. That is your target. Go on. Do what you do best. I've been on drone duty. Heavy bugs are doing the flying themselves. How? Tell me about it. Now I don't see why we can't use an analyst break room. What? The fumes, I mean. I hear they really do you good. So. Access granted. The air is drugged in there? Yep. Das ist Betäubung. Ich gehe mal in den Raum da rein, in die Waffenkammer. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Stufe 3, ist schon mal gut. Sehr viel Waffen und ein Koffer. Können wir den einfach zwischen allen umbringen? Wir können ihn auch hier reinlocken, ne? Aber wie locken wir den hier rein, ohne dass er uns sieht? So, glaube ich. Und mal gucken, wo er lang geht. Everybody's debriefing, on breaks. I heard one of the three analysts working the contract is on leave now. Fuck. Ich weiß doch, dass alle aufstehen. Trespasser. Oh my god. Ja. Tschüss. Get him in your sights and pull that. Ich hab meine Klavierseite. Ah! Security Protocol overruled. I'm impressed. This, sir. Security Protocol overruled. I'm impressed. Warum guckt der her? Du Dödeldepp. Security Protocol overruled. I'm impressed. Jetzt erstmal hier warten. Ich hab hier Chips. Let's go. Das ist der beste Content, wenn man warten muss, bis jemand irgendwo wegläuft. Lecker. What can I say, 47? That was a stunning performance. You should be proud. Ich glaube, wenn wir mal diese Suit-Only-Challenges machen, dann werde ich da auch mit der Klavierseite die Leute umbringen. Das wäre so the most Hitman, wie man sein könnte.
So, den ignorieren wir mal kurz. Wir holen uns nur kurz den Dunkel. Danke. So, jetzt der dumme Raum. There. That's your target. Go, 47. Show me what you can do. Security Protocol overruled. Okay, ich bin hier drin und hab den Dongle Stufe 3. Ich hab eine insane dumme Idee. Wir platzieren hier eine Banane. Und ich lock den mit einem Wurfgeräusch an, wenn der hier den Monitor anguckt. Und dann verstecke ich mich im Schrank in der Zeit. Okay, jetzt ist er da. Genau, jetzt werfe ich hier meine Brechstange hin. Und gehe in den Schrank rein. Da ist die Banane. Es steht halt, die dürfen niemanden ruhig stellen, aber... Ich glaube, das wird die Mission scheitern, oder? Sieht aber lustig aus. Jemand wurde ruhig gestellt. Nicht, weil die Ziele darf ich ruhig stellen. Oh. Ja gut, ich kann dann die Klavierseite nicht benutzen, wenn der liegt, ne? Also, geht ja so oder so nicht. Ich habe tatsächlich eine Idee. Jetzt, wo ich hier gerade auf dem Weg bin und überlege, wie ich die ganze Situation angehe. So, unser Dude hier läuft ja hier im Kreis. Ich lege eine Pistole hin und dann wird er die da in den Sicherheitsraum bringen. So, da lege ich jetzt eine Pistole hin. Und die sollte er sehen, bevor er mich sieht. Jetzt bist du gleich... Hä? Genau. Perfekt. Ich weiß nur nicht, ob das der Waffenraum ist, wo er die reinbringt. Also, das ist diese schwarze Kiste. Da müsste er sie eigentlich jetzt reinlegen. Gehen. Ich bin sehr froh. Danke, danke. Oh, ich gebe mir so viel Mühe, hier die Wache gezielt auszuschalten. So, den nehmen wir da mal mit. Kann ja praktisch sein, scheinbar. So. Dunkelstufe 3. Danke. Brauchen wir sowieso. Und jetzt brauchen wir noch eine Treppe oder irgendeinen Weg nach unten. Der Fernseher hier wäre bestimmt auch gegangen, um dann in den Schrank reinzuziehen oder so. Das ist ja zu einfach. Können wir hier den unteren Weg gehen? Kommen wir irgendwie nach unten? Aber wir können einfach rein, ne? Hier ist ja keine Wache diesmal. Gehen wir über den Data Core. Hier ist ja eh eigentlich niemand drin. Ja, richtig. So, und da ist der letzte, den wir brauchen. Auf der linken Seite sind zwei Wachen, aber das sieht aus, als wäre es einfacher, da reinzukommen. Puh. Ich könnte den Lüftungsschacht öffnen. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ich warte aber erstmal, bis die Wache hier weggeht. Ich glaube, ich kann einfach hier durchsneaken, so ein bisschen. Hey, you can't be here. So ganz schnell. Sollte mich ja eigentlich nicht sehen. So. That's your target. Go, 47. Show me what you can do. Bravo. Hier bin ich nicht. Denkt ihr, der weiß, wo ich bin? Ich darf niemanden K.O. machen. Okay, wie komme ich an die... Ich darf nicht. Ich darf den nicht K.O. hauen. Ah! So. Jetzt nochmal das Endstück, aber nicht dumm anstellen. Wird Zombie es schaffen? Dies und mehr in den nächsten Sekunden. Wir haben die Seite, wo permanent eine Wache steht. Und wir haben die Seite, wo eine Wache patrouilliert. Mr. Patrouilleri machen wir mit demselben Stunt weg wie den anderen, indem wir hier eine Waffe einfach hinlegen. So, der kommt jetzt hierher. Und er sieht jetzt die Waffe und dann verschwindet der einfach. Der geht irgendwo hin. Keine Ahnung, wo er hingeht. Aber er ist einfach weg. Und das reicht mir. Weil die anderen beiden... Ich glaube nicht, dass die sich bewegen. Und der wird jetzt zu einem Sicherheitsraum gehen.
Kann sein, dass er hier reingeht, aber wir können uns ja hier so an der Wand verstecken. Hoffentlich. So. Ja, genau. Der geht jetzt zu dem Sicherheitsraum, wo wir gerade den anderen ausgeschaltet haben. So. Und ich hatte ja, glaube ich, eine Wache vorhin gesehen. Deswegen sollten wir jetzt safe sein, hier reinzugehen. That's your target. Und jetzt hoffen wir, dass der sich nicht umdreht, wenn ich gerade hier das da mache. What can I say, 47? That was a stunning performance. Danke, danke. I would expect nothing less from a man of your stature, 47. Well done. Find an exit. Ich muss schnell sein, weil der Körper wurde gefunden. Ich hätte die Fenster noch verdunkeln können, dann wäre es perfekt gewesen, aber was soll's. Das muss ich kurz hacken. Access granted. No, you cannot be here. Mich hat eine gesehen. Oh, oh. Ja, egal, wir sollten hier das hacken können und gehen können. Jawohl. Alles egal. Also, es war so ein Millimeter vor perfekt. Und wir hätten einfach nur die Fenster verdunkeln müssen. Dann wäre die Frau bestimmt auch nicht reingekommen und hätte mich gerade noch gesehen am Ende. Überheblichkeit, der Stolzüberfluss. Klavierspieler. Oh. Gucken wir mal, was die Aufgaben sind. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Ein Stern, weil wir gesehen wurden. Ne? Wie es von 5 auf 1 Stern gibt, wenn so ein Körper gefunden wird und wir gesehen wurden. Alles kaputt direkt. 6 Minuten Speedrun. Ich habe die Strecke aber auch jetzt 10 Mal abgelaufen, also. Ne? ICA taktische Schrotflinte. Achso, für Chongqing haben wir das bekommen. Ich wollte schon sagen, so, hä? Für die Mission eine Schrotflinte bekommen? Was sind denn die Meisterleistungen von der Mission? Bescheidenheit. Zwiespältigkeit. Stolzüberfluss. Und steht auch geschwärzt nur dabei. Ja, sind wahrscheinlich dann die anderen Waffenarten noch. Ja. Wir haben es geschafft. Ich habe keinen Bock mehr auf diese anderen Waffenarten. Falls ihr wisst, was... Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie die andere Version läuft. Aber ich glaube, ich bin fertig jetzt mit Stolz. War anstrengend genug, auf die stolze Weise zu spielen. Und zurück zum Hauptmenü. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen bei dieser Folge. Warum muss ich immer 2 Stunden aufnehmen? Ich weiß es nicht. Aber wir haben den Stolz abgeschlossen. Vielleicht beim nächsten Mal ein Elusive Target. Die Bilderstürmerin oder so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimpelmann. Tschüssi. Oh, erstmal einen Monat Pause.